Ich habe Sie am liebsten mit der Frage begrüßt: Bist du heute mit der Drohne angekommen? Das ist sie logischerweise nicht, aber das ist eine ihrer Tätigkeiten, mit der Drohne zu fliegen und nicht über irgendetwas zu fliegen, sondern über den schönsten Bauwerken dieses Landes und wahrscheinlich nicht nur dieses Landes, sondern so wie sie ihren Job macht, würde es mich nicht wundern, wenn das weltweit der Fall ist. Für mich ist sie eine Bauwerksbeschützerin, aber sie ist natürlich viel mehr als Bauingenieurin. Und was sie genau ist und was Drohnen in ihrem Leben ausmachen, das erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen hier auf dem goldenen Sofa, Claudia Raucher. Claudia, schön, dass du da bist. Ja, Hermann, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ja. Bitte gern, auch ohne Drohne, aber erzähl doch mal, was machst du, Claudia? Ja, du hast es schon wirklich gut zusammengefasst. Ich bin Bauingenieurin und habe mir zur Aufgabe gesetzt, so viele historische Bauwerke wie möglich, also Kirchen, Schlösser, Denkmalbauten, letztendlich in einen Zyklus reinzubringen, einen Zyklus der präventiven Denkmalpflege, in dem diese Bauwerke mit Luftaufnahmen die Drohnen anfertigen, regelmäßig inspiziert werden und begutachtet werden. Also da denkt man jetzt natürlich sofort an Kölner Dom, logischerweise, der aber wahrscheinlich von Hause aus inspiziert wird oder auch nicht. Aber ich glaube, du denkst auch an ganz, ganz viele andere Bauwerke noch, oder? Ja, ich denke sicherlich auch ab und zu an die großen Bauwerke, an die bekannten, aber mir geht es vor allem um die kleineren, nicht unbedingt von der Größe her, aber im Sinne vom Bekanntheitsgrad. Weil wenn wir uns vergegenwärtigen, wir haben unendlich viele denkmalgeschützte Bauwerke, Gebäude in Deutschland, aber nur ein Bruchteil von denen ist bisher mit einer Drohne beflogen worden. Und ich möchte halt ja diese Technik, diese Technologie ja weiter kommunizieren, weiter voranbringen und für alle möglichen halt den Mehrwert dieser Technologie verdeutlichen. Also sagen wir, für die kleine Dorfkirche, die durchaus auch mal regelmäßig von oben inspiziert werden muss. Ich hätte ja einen im Angebot, wahrscheinlich. Ja. Ja. Du, aber heißt ja auch, also klar, ist ja ich sag mal, eine Zukunftsgeschäftslücke, weil es gab ja auch, so lange gibt es ja die Drohnen noch nicht, ne? Logischerweise. Insofern bist du ein Startup auch, darüber reden wir gleich nochmal. Aber was hat man denn früher gemacht mit diesen Bauwerken ohne Drohne? Das, was man heute ja im Großteil der Fälle immer noch macht, für die wirklich ja bekannteren Bauwerke, wo auch etwas mehr Budget vorhanden ist, wird unter Umständen immer noch ein Gerüst gestellt, einfach nur für die Inspektion, für die Bauzustandserhebung. Was natürlich, wenn man sich das anschaut, sowohl vom Zeitaufwand als auch von den Kosten, Klar. ein ganz erheblicher Mehraufwand ist, von den Absperrmaßnahmen so im innerstädtischen Umfeld mal ganz zu schweigen. Oder, wenn es räumlich möglich ist, man hat Hubsteiger beauftragt mit entsprechendem Personal oder auch Industriekletterer haben sich abgeseilt. Dauert natürlich alles, kostet unheimlich viel und Und ist auch gerade viel gefährlicher. ist viel gefährlicher Arbeitssicherheit. Industriekletterer, das ist ein sehr relevantes Thema, ja. Und ich kann, damit ich es verstehe, durch diese Drohnenaufnahmen, die sich dann, die vielleicht jährlich oder dreijährlich durchführe oder was auch immer, auch Unterschiede erkennen, wenn ich diese Aufnahmen übereinander lege. Sehe ich das richtig? Ja, das siehst du richtig. Und genau das ist ja aus meiner Sicht auch der Weg, den man gehen sollte, dass man halt regelmäßig diese Bauwerke aufnimmt, immer mit dem gleichen automatisierten Flugplan, sodass man halt die Bilder eins zu eins vergleichen kann und dadurch auch sehr schnell die kleinsten Veränderungen erkennen kann. Halt vorbeugend tätig sein und nicht warten, bis ja, das Wasser wieder sich seinen Weg gesucht hat. Alles klar. Automatisierter Flugplan, da denke ich, das heißt, es gibt eine ganz klare Flugstrecke, wie wahrscheinlich jede Dachrinne und jedes Ziegelsteinchen überflogen wird und dann eben wiederholt überflogen wird. Ja, wenn man sich das vorstellt, man hat das Bauwerk. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Rechteck, können auch dein Kissen so rein demonstrativ nehmen. Kissen, genau, Großartig, gut. rechteckig. Und ja, würden jetzt dieses Bauwerk, dieses Kissen letztendlich ja abfliegen und zwar nach Möglichkeit uns vorher überlegen, welche Höhe benötigen wir, welche Kameraeinstellung. Und dann wäre ein Ansatz halt wirklich regelmäßig in Längsbahnen erst drüber zu fliegen und auf definierten Punkten eine Aufnahme auszulösen und anschließend 90-Grad-Winkel dazu quer. Das ist dann dieser sogenannte Kreuzflug. Und damit hätten wir praktisch ein Flugraster für dieses Bauwerk. Das muss nicht rechteckig sein, das kann auch in Polygonform sein oder wir können es auch im Rundflug befliegen. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab, ob es nur ein besonders hoher Turm ist oder halt ein Bauwerk, was sehr verwinkelt ist. Und das ist Großartig. letztendlich die Möglichkeit. Das wird vorab definiert, wird gespeichert. Ja, und man kann es dann halt am nächsten Tag, in der nächsten Stunde,
in 2 Monaten, in 2 Jahren genauso wiederholen halt. Und wie es ist kommt man revisionsfest. auf so eine Idee? Wie kommt man auf so eine Idee? Man überlegt sich halt an manchen Punkten im Leben, das, was ich bisher mache, ist es das? Möchte ich was anderes machen? In welche Richtung möchte ich gehen? Und ich habe halt gemerkt, mir als Bauingenieurin hat im Laufe der letzten Jahre halt der Kontakt zu den Bauwerken gefehlt. Das klingt ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ja, ich glaube, viele Bauingenieure mögen beispielsweise den Geruch von Frischbeton oder mögen es sich, alte Bauwerke anzuschauen, Ja, klar, einfach ja. weil in diesen Bauwerken so viel Wissen, so viel Know-how Ja, steckt, ja, ja, die ja. wir halt im Studium gar nicht so nur rein auf Expertise begründet, gelehrt bekommen, sondern viel Programme, viel Normen, viel Ähnliches. Ja, und dann überlegt man sich, wenn ich in die Richtung gehen möchte, was bietet sich an, was kann ich machen? Das war natürlich ein Prozess. Also ich habe viele Ideen gesammelt, erst einmal in die Schublade gepackt, wieder rausgeholt, wieder rausgeholt, wieder eingepackt und habe am Ende mich dafür entschieden, weil ich da halt, ja, für mich halt eine Herzensangelegenheit sehe, aber auch ein Riesenpotenzial für die Zukunft halt. Denn die Bauwerke werden immer älter, genau wie Klar, wir. ja. Sie brauchen immer mehr Du Unterhalt, nicht, genau aber wie die wir. Ja, Bauwerke, ich auch. In ja. Ja, aber großen ist ja auch, Schritten. ich finde ja auch in so alten Schlössern, ich liebe das ja sehr. Also, ich stelle mir dann auch vor, was da schon alles drin passiert ist und so Ja, weiter. Ne? Das ja. hat ja wirklich Da ist Geschichte, ne? Geschichte, da Ja. ist wirklich Geschichte passiert. Ja. Ganz viel, ja, erzählt uns die Bauwerksgeschichte, wenn wir sie dann entsprechend aufgeschrieben vorfinden oder wenn wir Klar. Dokumente finden, was auch nicht immer der Fall ist. Ja, und unsere Werte sind ja auch drin und ganz viel Know-how, weil schau dir an, wie früher, ja, eine große Kirche gebaut wurde, ein Schloss. Ja, Da ja. gab es keine Normen, keine Computerprogramme, die uns unterstützt haben. Ja, Das war Know-how, das war Expertise und sie absolut. stehen immer noch. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, Ja. keine Frage. Du, und wer sind deine Auftraggeber? Also das sind wahrscheinlich staatliche Stellen auf der einen Seite, aber nicht nur, oder? Nein, schwerpunktmäßig sind es wirklich diejenigen, die halt diese Bauwerke betreuen. Gar nicht unbedingt die Eigentümer, sondern jetzt im Beispiel einer Kirche, eines Schlosses ist es ja oft so, da gibt es eine Stiftung oder ein Unternehmen, dem das Schloss gehört. Oder es ist die Kirchengemeinde, die natürlich mit dem Kirchenvorstand letztendlich für die Kirche verantwortlich ist, für ihre eigene Gemeinde. Aber betreut werden diese Bauwerke ja meistens von Architekten oder von Bauämtern. Und das sind dann halt diejenigen, mit denen ich halt zunächst erst einmal in Kontakt bin, die halt einen speziellen, ja, Schmerzenspunkt haben oder ein Ziel oder wissen, sie müssen sanieren und dann halt überlegen, wie können sie es machen. Und wenn sie halt schon, ja, von den Möglichkeiten der Drohne gehört haben, ist fantastisch, weil dann hat man gleich einen guten Einstiegspunkt. Okay. Und es kann ja auch sein, dass sie dich vielleicht schon brauchen, um überhaupt die Frage zu beantworten, ob sie sanieren müssen, oder? Ja, ob sie sanieren müssen, hängt ja oft auch davon ab, in welchem Zustand ist Zustand halt ist, mein ja. Bauwerk. Und da ist es halt wirklich aus meiner Sicht das Mittel der Wahl, regelmäßig mit einer Drohne Übersichtsaufnahmen anfertigen zu lassen, die dann zu vergleichen und so Okay. halt sich schnell ein Bild zu verschaffen. Okay. Und du machst das wie weit, deutschlandweit, über die Landesgrenzen hinweg? Wie ist dein Radius? Also momentan ist es deutschlandweit. Okay. So alt ist das Unternehmen noch nicht. Da Okay. fängt man erst beim Umkreis Klar, an, klar. breitet sich dann aus. Ja, gibt ja auch Aber viele Länder, die haben auch keine lange Geschichte, wo man vielleicht auch gar nicht, ja, also. aber du hast genau den Reiz genannt. Letztendlich, ich möchte über die Grenzen Deutschlands hinweg. Diese Bauwerke gibt es überall. Und letztendlich ist es ja auch, ja, aus meiner Sicht ein gemeinschaftliches Thema. Und zwar nicht nur eines Landes, sondern der Bevölkerung, der Gesellschaft halt. Und das ist halt der Reiz daran. Also man kann es sehr gut skalieren halt und ja, in andere Länder gehen oder andere Bauwerke auch hinzunehmen. Ja. Wir blenden einen kurzen Werbeblock ein. Wie heißt deine Website? Wie kann man dich erreichen? www.zangano.de. Zangano.de. Ja, wunderbar. Okay. Und du bist ein Startup. Genau, du warst vor 2 Tagen erst im Fernsehen, habe ich erfahren. Also Ja. großartig. Erzähl, was war der Inhalt deines Ja, der Fernsehauftritts? Inhalt meines Fernsehauftritts kam wirklich gefühlt über Nacht. Es gab abends den Anruf erst aus dem hessischen Wirtschaftsministerium. Anschließend, eine Stunde später, rief direkt das HR-Fernsehen an, kleiner Werbeblock, die für den nächsten Tag ja 2 Protagonistinnen suchten für einen Bericht über den neuen Female Founders Monitor, wo es also darum geht, ja, das Gründungsverhalten, das Gründungspotenzial, aber auch die Zugänglichkeit von Gründerinnen zu Kapital, ja, zu analysieren, darzustellen. Und in diesem Zusammenhang, der wurde am Dienstag vorgestellt, wurde ich halt unter anderem angefragt, ob ich am nächsten Vormittag, also wirklich über Nacht, für einen Dreh an der einen Kirche zur Verfügung stehe. Also auch schon, wenn du Kirche sagst, auch mit Drohne.
Wir sind dann an dem Tag nicht geflogen, weil das ist ein Thema, das finde ich sehr wichtig. Wenn man professionell tätig ist, wir hätten so schnell nicht die Zustimmung des Grundstückseigentümers bekommen oder auch nicht Okay, die Behörden informieren okay, können. okay. Plus, es kam, wie es kommen sollte, genau wie heute. Es war zu viel Wind, also Okay. wir hätten an dem Tag nicht starten können, Okay. haben das aber trotzdem an der Kirche gedreht, haben halt andere Einstellungen gewählt Klar. und ja, so war ich dann völlig ungeplant vor 2 Tagen abends in der Hessenschau zu sehen. Kompliment, Danke. großartig. Also du entwickelst dich zum Fernsehstar, das ist schon mal Ja. großartig jetzt hier. Du, was sind die Herausforderungen einer weiblichen Gründerin? Oder was waren deine besonderen Milestones? Ich habe da manchmal schon drüber nachgedacht. Ich hätte fast gesagt, dass ich mir genau über diesen Punkt wenig Gedanken gemacht habe, dass ich eine Frau bin als Gründerin, einfach weil ich sowohl im Studium als auch 2 Jahrzehnte im Berufsleben zu über 80% immer von Männern umgeben war und das für mich halt eine völlig normale Umgebung ist. Bauingenieur ist, glaube ich, so, ja. Bauingenieur ist so, genau. Technische Universität ist dann auch so und industrieller Anlagenbau 2 Jahrzehnte ist erst recht so. Okay. Insofern war es für mich normal. Ich habe es dann an den Reaktionen oder an den Fragen anderer gemerkt, dass es anscheinend nicht so normal ist. Ja, die Milestones, was waren die? Die waren sicherlich erst einmal, bevor ich mich für Zangano entschieden habe, verschiedene Ideen evaluieren, schauen, was ist zukunftsträchtig, wo sehe ich Potenzial, wofür kann ich mich begeistern, wofür brenne ich? Ja, und dann halt zu schauen, am Anfang, was muss ich tun? Das geht ja los von Administration, Klar. Webseite aufbauen, die ganz normalen Themen, dann an den Markt gehen Klar. und ja, letztendlich dann vorankommen. Und sicherlich Meilensteine sind dann erstmal so Proof of Concept, wenn man sich also Bauwerke ausguckt und dort schaut, funktioniert es, eng am Kunden versucht zu entwickeln, also so Stichwort Lean Startup. Ja, und dann natürlich auf die ganzen Gründerveranstaltungen gehen und nicht denken, ach, du bist da eine der wenigen Frauen und sicherlich mit die Älteste. Nee, das ist nämlich nicht der Fall. Also Okay. da sind recht viele, die so 40, 50 plus sind und ja, einfach den Mut haben, dort halt hinzugehen und präsent zu sein. Du, ich glaube, es ist doch auch sowas, also das gibt es sicherlich für die junge Gründer mit, was weiß ich, 20 und Co. Aber wahrscheinlich ist auch 40 so ein Alter, wo man sich nochmal die Frage stellt, was will ich eigentlich machen im Leben? Und dann, glaube ich, nochmal viele Änderungen einbaut. Ja, sicherlich, weil ich sag mal, wenn man ja die 40 überschritten hat oder demnächst dann die 50, dann ist ja doch, ich glaube, bei vielen so der Punkt, wo man merkt, Mensch, das ist jetzt, ja, es ist schon mehr als die erste Lebenshälfte, aber die Ja, erste Berufshälfte gewesen. böse Zungen nennen sie auch Midlife Crisis, ne? Ja, und Klar. ich sag halt, ja gut, Zeit für Wechsel, für Veränderungen. Für mich halt der Punkt zu sagen, meine Lebenssituation ist komfortabel. Ich habe unendlich viel Lebenserfahrung, glaube Klar. ich, so wie du auch, also das Ja. eint uns. Berufserfahrung und ich hatte den Vorteil, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Okay, Das heißt, ich also. habe gesagt, wenn ich nicht jetzt überlege, was möchte ich in der zweiten Berufshälfte, in den nächsten 20 Jahren machen, was möchte ich gestalten, wann denn dann? Okay. Ich möchte nicht mit Mitte 60 so in der Hollywood-Schaukel sitzen und dann zurückblicken und ja, mich grämen, dass ich es nicht versucht habe. Ja, da kannst du in der Schaukel sitzen und deine Drohnenfilme angucken, wie Ja, die aussehen. ja. Du, zwei Gebäudefragen. Gibt es eine schwierige Herausforderung, die mich interessieren würde? Und die zweite Frage, gibt es dein Traumgebäude, was du unheimlich gern mal filmen wollen würdest? Also schwierig vom Gebäude her ist es dann, wenn beispielsweise, aber das ist ja, was heißt schwierig, es ist herausfordernd, wenn die Fassaden sehr hoch sind. Im Bereich von hohen Fassaden, je nachdem, ob man an der Sonnenseite ist oder an der Windschattenseite, muss man halt auf kleinste Turbulenzen sehr genau achten, wenn man dann halt nicht dabei ist, da drauf sich zu fliegen, sondern halt die Fassaden wirklich vertikal aufnimmt. Das ist eine Herausforderung. Manchmal ist auch erst einmal das Umfeld herausfordernd, je nachdem, wo dieses Bauwerk steht. Man kann ja, es gibt in Deutschland das Flugrecht und noch zig andere Klar, Vorschriften, die beachtet werden glaube ich. müssen. Man kann sich natürlich in einer Situation befinden, wo man nicht mal einfach so fliegen darf oder in der Nähe eines Heliports, eines Flughafens, Gerichtsgebäude, Gefängnis. Es gibt eine unendlich lange Liste Okay. an Flugverbotszonen und Sicherheitsabständen. Und wenn man es dann aber schafft, genau in so einer Zone, ja, mit dem Team letztendlich das Bauwerk zu befliegen, mit dem es überhaupt nur möglich ist, das von der deutschen Flugsicherung genehmigt wird und alles in trockenen Tüchern ist, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Also es ist ja ein richtiger Behördenkampf dann erstmal, ne? Ja, Wenn nicht man so. unbedingt Kampf. Also ich habe festgestellt, die Behörden sind immer informierter schon vorab. Es läuft mit vielen gut. Und wie gesagt, wenn man halt weiß, warum man welches Team vor Ort einsetzen möchte,
dann ist das oft kein Problem. Okay. Häufiger ist es eher ein Thema, dass man halt auch noch weitere Personen braucht, um sich halt mit den spontan vorbeischauenden Passanten zu beschäftigen, die also auf Sicherheitsabstand hält, darauf achtet, dass sie die Absperrmaßnahmen beachten und für die halt kommunikativ zur Verfügung steht. Mhm. Traumbauwerk. Und weil eben auch, weil unter einer Drohne nichts sein darf, während sie fliegt. Ja, außer halt Bauwerk und Co. Also das ist schon so, dass man halt wirklich das Ganze plant, im Vorfeld halt auch Anwohner informiert und natürlich genau schaut, dass man, also Menschenansammlung geht gar nicht, da gibt es auch ganz klare Vorschriften, aber dass man da halt wirklich sehr professionell vorgeht. Weil für einen Laien klingt das ja so, mein Gott, packst du die Drohne aus, fliegst mal hoch und das war's dann gewesen. Und ja, das machen auch viele Freizeitpiloten, weil ein heikles Thema ist, sage ich mal. Das glaube ich. Dein Traumbau. Ja, jetzt habe ich nebenbei versucht, es zu erfinden oder zu suchen. Ich glaube, das ist immer ein Bauwerk, was ich sehe, was dann hinreichend interessant ist, weil es halt nicht nur rechteckig ist, sondern schöne Aufbauten hat, einen hohen Turm unter Umständen oder mehrere Türme, was auch eine Geschichte mir erzählt. Gerne mit Backstein oder Mauerwerk. Wäre nicht Gaudi irgendwas für dich in Barcelona? Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also merkst du mich jetzt völlig überrascht, aber das ist gut. Nein, das ist sicherlich ein Gedanke, den muss man einfach mal weitertragen. In Barcelona, ja. Und also mit spanischen Vorschriften kenne ich mich jetzt noch nicht so gut aus. Keine Frage. Aber ab 2021 haben wir die europäische Drohnenverordnung. Ich finde es halt Irrsinn, dass halt ein ganzes Volk, wie die Spanier ja so sehr an dieser Kathedrale nach wie vor bauen und machen. Ja, sie ist auch, also ich war hellauf begeistert und weg. Als ist schon ein Meisterwerk. Ist wirklich, ja, alleine die verschiedenen Lichtvarianten, wenn man also die Sonne mal auf der einen, auf der anderen Seite hat, das finde ich, ist einmalig. Gibt es sowas überhaupt weltweit noch? Menschen, die das mit dieser Profession tun wie du? Also ich glaube, diese Kombination aus Bauingenieurin und die Passion ist relativ selten. Es ist auch abhängig, glaube ich, vom beruflichen Hintergrund, von der Expertise, wie man dafür brennt. Da ist sicherlich der ein oder andere halt mit einem anderen Hintergrund genauso aktiv. Klar. Speziell nur rein für Bauwerke gibt es sehr, sehr selten. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Bauwerke halt oft im urbanen Umfeld stehen, was von dem ganzen Administrationsaufwand, von den ganzen Vorschriften jetzt nicht das einfachste Flugumfeld ist. Da ist sicherlich eine große Vermessung im Bereich eines Feldes, der Landwirtschaft viel attraktiver, viel einfacher zu regeln. Oder auch in der Industrie Innenraumeinsätze. Das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld und viel einfacher unter Umständen auch behördlich oder von Vorschriften her umzusetzen. Glaube ich. Zum Abschluss private Frage. Du hast, glaube ich, drei Töchter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was macht ihr am Wochenende? Drohnen fliegen? Oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verraten habe. Also die eine wird 20. Okay. Wir werden nicht Drohnen fliegen. Nein, wir werden wirklich so im kleinen Rahmen den Geburtstag feiern, bevor sie jetzt dann doch mal nach gut 4 Monaten wieder zurück nach Hamburg geht, um ihre Klausuren vor Ort zu schreiben. Also insofern was ganz anderes. Jetzt die letzten Monate auch bei uns, wie bei vielen, diese Herausforderung, 2 Töchter, die eigentlich schon ausgezogen waren, wieder im Haus zu haben und den Alltag neu zu organisieren und sich da halt mit dem üblichen Thema Netzverfügbarkeit, wer darf wann wie lange ins Internet, mit Homeschooling, Universitäten, der eigenen Arbeit zu behaupten halt. Also wir werden wirklich das letzte Wochenende mit allen Töchtern schön zusammen genießen, ein bisschen feiern und genau das richtige Leben. Ja. Alles Gute dann zum Geburtstag, wenn es soweit ist. Großartig. Werde ich hier ausrichten. Danke fürs Gespräch, Claudia. Ja. Dankeschön. Danke dir.